Fußball-Fan-Talk und Bundesliga-Tipp am Freitag in WMTV. Sie kennen das, jeden Freitag vor dem Spieltag. Wir haben es mit dem 20. Spieltag der Bundesliga zu tun und ich freue mich auf zwei Gäste. Der eine, geboren in Donauwörth im Schwäbischen, spielt beim SC Preußen Münster im Sturm, Sercan Güvenisik. Hallo. Hi. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Und natürlich wie jeden Freitag beim Tippen mit dabei darf er nicht fehlen, André Habering vom Borussen Power Bocholt. Dankeschön, hallo. Ja, vielleicht nimmst du auch das Mikrofon. Ja, können wir gerne tun, können wir gerne tun, gar kein Problem. So, der 20. Bundesligaspieltag steht an. Wir wollen aber vorher noch ein paar Sachen von den regionalen Mannschaften besprechen. Ihr spielt am Freitagabend, also eigentlich jetzt, wenn wir auf Sendung sind, wir haben natürlich vorher aufgezeichnet, spielt ihr in Düsseldorf. Und ich frage dich vorab, die Vorbereitung ist rum. Wir haben jetzt schon viel drüber geredet, auch gestern drüber berichtet. Ihr seid gut drauf, ihr seid heiß, ihr wollt den Titel. Holt ihr 3 Punkte in Düsseldorf? Also ich glaube, dass die Mannschaft sehr gut vorbereitet ist und wir haben eine sehr gute Vorbereitungsphase gehabt, haben richtig Gas gegeben und ich denke auch, dass wir vom Hinspiel noch ein bisschen was gut zu machen haben und daher gehe ich fest davon aus, dass wir heute die 3 Punkte mit nach Hause nehmen werden. Da sind wir gespannt drauf und hoffen das natürlich. Wollen vermelden, dass die Sportfreunde aus Lotte, die sich ja kürzlich mit Patrick Schnier und Christian Schlösser erst verstärkt hatten, jetzt heute vermeldet haben, einen weiteren neuen Spieler geholt vom Drittligisten Wacker Burghausen. Der Mann heißt Martin Hess, ist Mittelstürmer und soll also Lotte auch dazu verhelfen, dass er mit Preußen Münster ein Wörtchen mitreden um die Meisterschaft. Wir wollen sehen, wie die Spiele ausgehen. Wir werden natürlich am Montag berichten über die Ergebnisse. Und in der 3. Liga, da spielt Rot-Weiß Aalen an diesem Wochenende wieder. Ein Sieg wäre wichtig für das Team von Trainer Ari van Lent. Es geht zu Hause im Versestadion am Samstag 14 Uhr gegen die Spielvereinigung Unterhaching. So, damit würde ich sagen, machen wir schnell einen Sprung zur Bundesliga. Denn André, da geht's los. Jawohl, heute Abend schon. Heute Abend, Freitagabend schon, ja, mit einem Top-Spiel kann man sagen. Nämlich. Ist tatsächlich so, ne? Auf jeden Fall spielt da die obere Tabellenregion bzw. die Dortmund-Verfolger Nummer 1 gegeneinander. Bayer Leverkusen mit Ballack, der letzte Woche total stark gewesen ist nach seiner Einwechslung in Gladbach. Also ich habe ihn für sehr stark empfunden gegen Hannover 96, die ja auch mit Jakunan irgendwo, sagen wir mal, dieses Spiel auch wohl gewinnen wollen und dranbleiben wollen an den Dortmundern. Wer weiß, vielleicht kriegt man ja die Dortmunder noch trotz diesen großen Punktevorsprung. Der also zweite gegen den dritten also? Richtig, genau. Was kannst du dir vorstellen, wie die Partie ausgeht? Ja, natürlich, deshalb sitzen wir ja hier. Ne? Also ich habe die Leverkusener letzte Woche als sehr, sehr spielstarke Mannschaft gesehen und ich sehe die auch im Heimspiel auf jeden Fall vorne. Bayer Leverkusen wird 2-1 gewinnen, dieses Spiel. Güwe, die Frage an dich. Hannover ist im Aufwind, Slomka macht da eine gute Arbeit, aber das Spiel findet in Leverkusen statt. Jupp Heynckes hat jetzt kürzlich auch Helmes aussortiert. Wird Leverkusen trotzdem zu Hause gegen Hannover gewinnen? Und wenn ja, wie? Also ich denke auch, dass Leverkusen klarer Favorit ist, auch wenn Hannover eine sehr starke Hinrunde gespielt hat. Gehe ich davon aus, dass sie in der Rückrunde zusammen bzw. einbrechen werden und nicht diesen Erfolg haben werden wie in der Rückrunde, wie in der Hinrunde. Daher gehe ich von einem klaren Sieg von 3-0 aus. 3-0. Deutliche Worte. Also Leverkusen soll demnach gewinnen. Da sind wir gespannt drauf. Die erste Partie am Samstag. Der FC Schalke 04 empfängt Hoffenheim. Hoffenheim, ja, momentan in der Krise, zumindest viel in den Schlagzeilen. Rian Babel ist jetzt doch gekommen. Trotzdem Pokal aus mit Babel im Sturm. Ja, da kriselt es weiter. Werden die in Schalke sich behaupten können, André? Ich glaube, die Schalke haben durch dieses Weiterkommen im Pokal auf jeden Fall Aufwind bekommen. Also ich sehe da die Schalke auf jeden Fall vorne. Aber so rund um dieses Spiel muss man ja auch sagen, mit dem Draxler, mit dem neuen Mann da bei den Schalkern, ein Spieler, der vom Balljungen mehr oder weniger zum Helden, zum Pokalhelden geworden ist. Das ist ja eine Geschichte, wie man normalerweise nur in Hollywood irgendwo vorkommt, mit 17 Jahren das entscheidende Tor zu schießen in der 119. Minute. Ich glaube, besser kann man kein Drehbuch schreiben. Der Junge steht in allen Zeitungen, ist überall die Schlagzeile Nummer 1. Man muss sehen, wie er damit klarkommt. Aber ich sehe auf jeden Fall hier die Schalker zu Hause vorne und zwar mit 2-0. Güwe, was denkst du? Ich gehe eigentlich auch davon aus, dass Schalke zu Hause gewinnen wird. Aber Hoffenheim ist eine Wundertüte, da weiß man nicht, was passiert. Und jetzt haben sie gegen Cottbus natürlich im Pokal verloren und die müssen jetzt trotz Reaktion zeigen. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass Schalke das Spiel 2-1 gewinnen wird.
2-1-Sieg, also beide Sieg auf Schalke. Werder Bremen empfängt Bayern München. Die Münchner souverän im Pokal sich präsentiert. Wir haben ja Peter Hyballa von Alemannia Aachen natürlich die Daumen gedrückt. Bocholter, jüngster Trainer der Bundesliga. Hat nicht sollen sein, aber war, glaube ich, auch vorauszusehen. Gomez wieder in einer bestechenden Form, macht wieder die Tore. Müller getroffen im Pokal. Klose im Abseits eigentlich, wahrscheinlich wird er den Verein verlassen. Interessantes Spiel, wenn man auch sehen wird, wie die Bremer sich jetzt präsentieren. Die müssten ja auch unbedingt mal wieder 3 Punkte holen, vor allen Dingen zu Hause. Was tippst du? Ich weiß nicht, also ist ja wahrscheinlich eine Einstellungssache, wenn man gegen FC Bayern München spielt, muss der Trainer wahrscheinlich die wenigsten Motivationsworte in der Kabine sprechen. Wird mir der Güwe wahrscheinlich mehr zu sagen können. Wobei ich im Augenblick Bayern München ganz klar als ganz, ganz starke Mannschaft sehe und die wollen einfach nach oben. Die warten drauf, dass die Dortmunder irgendwo federn lassen und dann wollen sie natürlich auch da sein und dann lassen sie sich natürlich so einen Sieg gegen einen angeschlagenen Gegner wie Bremen, der jetzt im Augenblick ist, nicht nehmen und ich sehe da ganz klar Bayern München mit 4-0 vorne. Da gibt es nicht viel zuzufügen, also ich denke auch, dass das ein klarer Sieg für Bayern wird, 3-1. Dann eine Partie, liebe Zuschauer, eine Mannschaft, die der Herr Güwe gut kennt aus der ersten Runde des DFB-Pokals, nämlich in VfL Wolfsburg. Da waren die hier im Preußenstadion. Ihr habt dann wirklich eine grandiose Partie denen geliefert. Am Ende war es dann ein knappes 1-2 aus eurer Sicht. Wolfsburg empfängt den Tabellenführer und vielleicht auch, wie viele schon munkeln, neuen deutschen Meister Borussia Dortmund. Ja, wobei Wolfsburg ist auf jeden Fall auch so eine Partie, wo man wahrscheinlich die zu Hause nicht so einschätzen kann. Jetzt im Augenblick Dzeko weggegangen, man muss sich erst wieder neu finden. Die Dortmunder sind vielleicht ein bisschen verunsichert durch das Unentschieden in der letzten Woche. Jetzt kommt Kagawa zu, dass er sich im Mittelfuß gebrochen hat und die ganze Saison ausfällt. War ja eigentlich so dieser Spieler, der wirklich da ganz hoch auch gelobt wurde und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dieses Mal gibt es eine Sensation in Wolfsburg. Wolfsburg gewinnt 2-1 gegen Borussia Dortmund. Güwe, kurzer Tipp? Ich sage 2-1 für Dortmund. Oh, okay. Wollen wir mal schauen. Wir müssen schnell weitermachen. Nürnberg gegen HSV. Ganz kurz bitte. Ja, ganz kurz. Dazu ist zu sagen, Nürnberg ausgeschieden im Pokal. Hamburg fängt sich wieder so ein bisschen, aber 2-2 geht dieses Spiel aus. Ich gehe auch von einem Unentschieden aus. Ein 1-1. 1-1. Keine 3 Punkte in Nürnberg. FC St. Pauli gegen die Geißböcke aus Köln. Ich hoffe auf ein Unentschieden 1-1. Ich muss ja sehen, dass meine Gladbacher da irgendwo in der Tabellenregion noch ein bisschen die Chancen bewahren, da auch noch die Liga zu halten. Also ich habe gestern Abend noch zufällig mit Marius Erbers telefoniert, mit dem ich hier in Duisburg gespielt habe. Und die Jungs sind sehr optimistisch. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das zu 3 Punkten reichen wird. Da tippe ich auch auf ein 1-1. Okay. Ruhig mich. Auf dem Betzenberg wird gespielt. Letzte Partie am Samstag. Kaiserslautern gegen Mainz 05. Natürlich das rheinland-pfälzische Derby. Jetzt muss ich ja normalerweise sagen, deine Mainzer, aber da lasse ich dieses Mal weg. Kaiserslautern wieder mit Lakic. Aber die Mainzer warten auf den nächsten Sieg. Ja. Und gerade in so einem Derby wird auf jeden Fall der Mainz alles dafür tun, zu gewinnen. Also ich sehe Mainz da auch vorne. Und zwar geht dieses Spiel 1-2 aus. Da bin ich auch anderer Meinung. Ich sage 1-0 für Kaiserslautern. VfB Stuttgart, eine Mannschaft aus dem Schwabenland. Da kommt der Güwe ja ursprünglich her. Donauwörth, wie weit weg vom Stuttgart? Ja, knapp 120 Kilometer. 120 Kilometer, gut. Stuttgart gegen Freiburg, das Derby dann unten im Süden. Wie geht das aus? Ja, also auch wieder so ein Spiel, wo ich natürlich sehen muss, dass die Stuttgarter nicht so viele Punkte sich holen. Spielen ohne Kakao, Freiburg spielt ohne Cissé. Das sind ja eigentlich so die Spieler gewesen, die auch da die Tore gemacht haben und so weiter. Ich sehe Freiburg vorne. Freiburg gewinnt 1-2. Oh. Da bin ich wiederum anderer Meinung. Ich denke, dass Stuttgart jetzt zu Hause einfach was zeigen muss und die Stuttgarter gewinnen das Spiel mit 2-1. Und wir kommen zur letzten Partie am 20. Spieltag. Die da lautet Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Jawohl, Hinspiel ging 4-0 verloren. Das war so mehr oder weniger die ganze Geschichte, die... Warum lachst du? Mein Tipp ist natürlich 0-3, gar kein Thema. Wir müssen uns auswärts die Punkte natürlich holen, gar kein Problem. Ich werde dem Güwe auch zeigen, dass ich recht habe, gar keine Sache. Ja, Matze Knop hatte angesprochen, der Geckers, aber der Geckers, der kann nicht spielen, wahrscheinlich nicht spielen. Mönchengladbach hat sich verstärkt mit Michael Fink, 28 Jahre, kommt aus der türkischen Liga. Bernd Schuster ist da der Trainer gewesen.
Wie geht's aus? Wie geht's aus? 3-0 für Borussia Mönchengladbach. Natürlich. Also bei Besiktas Istanbul läuft es auch nicht so gut. Also heißt das, dass Fink da auch nicht viel gebracht hat. Von dem her gesehen gehe ich davon aus, dass Frankfurt das Spiel 1-0 gewinnt. 1-0, okay. Güven, ein bisschen hämisch. Wir werden schauen. Ja, wir warten gleich mal, bis die Kamera aus ist. Dann. Recht. Ich bedanke mich erstmal bei euch für dieses Gespräch. Und das war unser Bundesliga-Tipp für den 20. Spieltag. Sie sollten am Montag wieder im Sport einschalten in WMTV, denn da gibt es auch ein spannendes Fußballderby aus der Niederrheinliga. Da geht es gegen den Abstieg. VfL Rhede gegen 1. FC Bocholt und Basketball, 2. Bundesliga. Wulfen gegen Wolfenbüttel. Das alles am Montag im Programm. Und natürlich die Ergebnisse vom Wochenende. Danke fürs Zuschauen. Danke an euch. Bis Tschüss. Sehr. Tschüss. Ciao.